Der Duft des eigenen Parfüms bedeutet für viele Identifikation. Das Parfüm ist das unsichtbare, aber unübertreffliche Modeaccessoire, konstatierte einst Coco Chanel. Doch Accessoires wirken nur dann stilvoll, wenn sie richtig eingesetzt werden. So ist auch das Auftragen des Lieblingsdufts eine Kunst für sich. Falsch gemacht wird ganz gern, dass man es auf die Hände sprüht und dann verreibt. Damit zerstört man die Duftmoleküle. Der Duft hat nicht mehr die Möglichkeit, sich zu entfalten und die einzelnen Phasen eben dieser Kopfnote, Herznote und Basisnote zu durchwandern. Es gibt einiges zu beachten. Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend für Intensität, Dauer und Wahrnehmung des Parfüms. Der beste Zeitpunkt, um einen Duft aufzutragen, ist, wenn man aus der Dusche kommt. Die Haut ist noch warm, die Poren sind geöffnet, kann die Duftstoffe somit gut aufnehmen. Aufgetragen wird es am besten da, wo das Blut pulsiert. Hier vorne an den Handgelenken, in der Armbeuge, am Hals, Ohrläppchen sind ein guter Punkt, um es aufzutragen. Frisch gewaschene Haare sind ein sehr guter Duftträger. Aufsprühen sollte man es nicht zu nah. 20 bis 30 cm Abstand ist optimal und ein Duft sollte immer leicht nach oben gesprüht werden, weil Duftmoleküle nach oben aufsteigen. Schön ist es auch, wenn Düfte sehr schwer sind. Man sprüht einen Duftnebel vor sich und tritt in den Nebel rein, sodass der Duft ganz sanft auf den ganzen Körper runterkommt. Wenn diese Ratschläge beachtet werden, erzielt das unsichtbare, aber unübertreffliche Modeaccessoire seine größte Wirkung.